wird man erfolgreich? Indem man die richtigen Entscheidungen trifft. Wie trifft man die richtigen Entscheidungen? Indem man Erfahrung hat. Wie sammelt man Erfahrung? Indem man viele Entscheidungen falsch trifft. Ich habe ungefähr 2012 einen Artikel in eines meiner Journale reingeklebt von Jeff Bezos, dem Gründer und Chef von Amazon und aktuell dem reichsten Mann auf diesem Planeten. Aktuell hat er ein Vermögen von etwa 115 Milliarden Dollar. So, und das war ein Zeitungsartikel und ich habe ein paar Sachen daraus geschrieben. Da steht dann zum Beispiel, sein Erfolg erklärt Bezos, dessen Vermögen 2012 auf 18 Milliarden Dollar geschätzt wird, so langfristig denken, damit zu leben, von anderen missverstanden zu werden, den Willen, neue Dinge zu versuchen und auch, wenn das Risiko hoch ist, dass sie nicht funktionieren. Die meisten wollen gerne auf Sicherheit spielen. Die meisten wollen gerne erfolgreich sein, reich sein, wollen aber kein Risiko eingehen. Nochmal, langfristig denken. Langfristig denken. Ich sehe das oft bei Mitarbeitern, die in meinem Team anfangen und die dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten meinen, sie wüssten jetzt, wie das Geschäft geht und sich dann selbstständig auch machen. Alles gut, jeder ist seines Glückes eigener Schmied, aber das ist sehr kurzfristig gedacht. Leute, denkt langfristig. Wir überschätzen, was man in einem Jahr erreichen kann. Aber wir unterschätzen, was man in 5 oder in 10 Jahren erreichen kann. Damit zu leben, von anderen missverstanden zu werden. Hey, das gehört dazu. Viele Menschen werden dich missverstehen. Viele Menschen werden das nicht nachvollziehen können, warum du etwas tust oder eben nicht tust. Entscheidend ist nicht, was die anderen zu dir sagen, sondern was du dir selbst sagst, nachdem du mit ihnen darüber gesprochen hast. Der Wille, neue Dinge zu versuchen, auch wenn das Risiko hoch ist, dass sie nicht funktionieren. Hey, wenn es sicher wäre, wenn du sicher sein könntest, dass es funktioniert, dann würden es viele machen, dann würden es alle machen. Und dann wirst du damit nicht erfolgreich, dann wirst du damit auch kein Geld verdienen. So, der Artikel ist ein bisschen länger. Die Idee zur Gründung von Amazon kam mir vor 16 Jahren. Ich hatte erfahren, dass die Internetnutzung jährlich um 2300% zulegte. Niemals zuvor hatte ich von etwas gehört, das so schnell wächst. Mich begeisterte der Gedanke, einen Online-Buchladen aufzubauen, in dem Millionen Titel erhältlich sind. Also etwas, was es in der physischen Welt eigentlich gar nicht geben kann. Ich war gerade 30 Jahre alt geworden und seit einem Jahr verheiratet. Ich erzählte meiner Frau Mackenzie, dass ich meine Arbeit aufgeben und stattdessen etwas Verrücktes beginnen wollte, was wahrscheinlich gar nicht klappen würde, weil die meisten Start-up-Unternehmen scheitern. Und überhaupt war ich mir nicht sicher, was dann geschehen sollte. Mackenzie, seine Frau, riet ihm dann, es zu versuchen. Als kleiner Junge war ich ein Erfinder. Ich empfand eine automatische Torschließvorrichtung aus mit Zement gefüllten Reifen, einen nicht sehr gut funktionierenden Solarherd aus einem Regenschirm und Alufolie sowie einen Backblechalarm, mit dem ich meine Geschwister hereinlegte. Ich hatte immer davon geträumt, ein Erfinder zu sein, und Mackenzie wollte, dass ich meiner Leidenschaft folgte. Hey, wie geil, wie wichtig ist das Umfeld? Er überlegt sich, frisch verheiratet, er überlegt sich, probiere ich was aus, was möglicherweise scheitert. Und seine Partnerin sagt, folge deiner Leidenschaft. Ich arbeitete danach bei einer Finanzfirma in New York mit einer Reihe sehr intelligenter Menschen. Ich hatte auch einen hochintelligenten Chef, den ich sehr bewunderte. Ich ging zu ihm und erzählte ihm, dass ich ein Unternehmen gründen wollte, das Bücher über das Internet verkauft. Wir unternahmen einen langen Spaziergang im Central Park.
Er hörte mir aufmerksam zu und sagte schließlich, die Idee klingt wirklich gut. Sie wäre aber noch besser für jemanden, der nicht bereits einen guten Job hat. Diese Logik leuchtete mir irgendwie ein. Und er überredete mich, 48 Stunden darüber nachzudenken, bevor ich eine endgültige Entscheidung fällte. Ich weiß noch, ich war damals in der Fabrik. Und ich wusste mit Anfang 20, das kann es nicht sein. Ich will nicht mein Leben lang mit den Händen arbeiten. Und dann habe ich mir eine Lehrstelle gesucht, was sehr mühsam war. Und ich hatte den Vertrag und habe dann bei meinem Chef gekündigt in der Fabrik. Und der sagte, Mensch Dirk, es gibt so viele Kaufleute. Bleib doch hier. Hier hast du einen sicheren Job. Hier verdienst du sicheres Geld. Bleib doch hier. Was bin ich froh, dass ich es damals gemacht habe. Dass ich damals gegangen bin. Also, dein Umfeld wird dich da halten wollen, wo du gerade bist, weil es für das Umfeld bequem ist. Es war wirklich eine schwierige Entscheidung. Letzten Endes kam ich aber zu dem Schluss, dass ich einen Versuch wagen musste. Ich dachte nicht, dass ich es bereuen würde, den Versuch unternommen zu haben und gescheitert zu sein. Jetzt kommt ein Schlüsselsatz. Hätte ich es nicht versucht, hätte mich das später immer wieder verfolgt. Wenn man Menschen später auf dem Sterbebett oder im Hospiz fragt, was sie am meisten bereuen, dann kommt immer wieder das, was sie nicht gemacht haben. Die wenigsten bereuen etwas, was sie getan haben. Die meisten bereuen, was sie nicht getan haben. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig. Hätte ich es nicht versucht, hätte mich das später immer wieder verfolgt. Nach vielem Hin und Her überlegen, wählte ich den weniger sicheren Weg und folgte meiner Leidenschaft. Und ich bin stolz auf diese Entscheidung. Jeff Bezos. Ich wollte 1999 mal eine Trainervermittlungsagentur gründen. Ich hatte mir schon die Domains gesichert. Trainer24. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Ich habe dann, ich glaube, 15 Jahre gewartet. Ich glaube, 2015 habe ich eine Agentur gegründet, Pro Sales, habe dort 2-3 Mitarbeiter gehabt und habe diese Idee umgesetzt. Einfach, weil ich sie auf dem Zettel hatte. Und nach 1,5 Jahren war klar, mit der Idee, so wie wir sie machen, werden wir kein Geld verdienen. Ich habe die GmbH liquidiert und habe die Mitarbeiter anderweitig bei mir im Team untergebracht. Einfach, weil ich später nicht sagen will, warum habe ich es nicht versucht. Jeff Bezos fragt hier, das ist ein Auszug aus einer Rede vor Absolventen der amerikanischen Elite-Universität Princeton. Und in den 80er Jahren hatte er dort selbst Elektrotechnik und Informatik studiert. Also er fragt die Teilnehmer jetzt, wie nutzt ihr eure Gaben? Wie nutzt du deine Gaben, deine Talente? Welche Entscheidungen triffst du? Welche triffst du nicht? Welche schiebst du vor dir her? Lässt du dich von Trägheit leiten oder folgst du deinen Leidenschaften? Bleibst du schön in der Komfortzone? Lässt es dir bequem in deinem aktuellen Job gut gehen? Der gleiche Wohnort, die gleichen Freunde, immer wieder gleich? Bleibst du in der Trägheit oder probierst du neue Dinge aus? Jede persönliche Weiterentwicklung liegt außerhalb deiner Komfortzone, außerhalb dieser Trägheitszone. Folgst du deinen Standards oder folgst du Standards oder gehst du eigene Wege? Folgst du den Standards der Gesellschaft? Den Standards, die dir deine Eltern, deine Freunde, deine Kollegen vorleben oder gehst du eigene Wege? Ich kann dir nur sagen, das Leben ist so unfassbar geil, wenn du deine eigenen Wege gehst. Wählst du ein ruhiges Leben oder Aktivität und Abenteuer? Knickst du unter Kritik ein oder bleibst du bei deinen Überzeugungen? Bleibst du deinen Überzeugungen treu? Vertuschst du deine Fehler oder entschuldigst du dich dafür? Schützt du dein Herz vor Zurückweisung oder gehst du aufs Ganze, wenn du dich verliebt hast? Schützt du dein Herz vor Zurückweisung?
oder all in? Gehst du auf Nummer sicher oder bist du eher verwegen? Gibst du auf, wenn es hart auf hart kommt, oder bleibst du dran? Die meisten geben auf. Die meisten geben auf, wenn es hart auf hart kommt. Bist du ein Zyniker oder konstruktiv? Demonstrierst du deine Intelligenz auf Kosten anderer oder bist du gütig? Der Schlussabsatz. Ich wage eine Prognose, wenn Sie 80 Jahre alt sind und in einer ruhigen Minute einmal Ihre persönliche Geschichte rekapitulieren, wird Ihr Leben für Sie am meisten Sinn ergeben, wenn Sie sich die Kette der Entscheidungen vergegenwärtigen, die Sie getroffen haben. Letztendlich sind es die Entscheidungen, die bestimmen, wer wir sind. Schaffe dir also deine eigene Geschichte. Letztendlich sind es die Entscheidungen, die wir treffen, die uns zu dem machen, der wir sind oder der du sein könntest. Jeff Bezos. So geil. Nochmal, das Ganze ist jetzt irgendwie 7 Jahre her, dass er diese Rede gehalten hat, aber die Rede ist fast so legendär wie die Rede von Steve Jobs. Die Steve Jobs Rede musst du sehen, werde ich entsprechend unten verlinken, gibt es auch bei mir hier im Kanal, guck dir die auch an. Wie siehst du das? Wie bist du unterwegs? Triffst du Entscheidungen? Lebst du deine Leidenschaft? Gehst du all in? Oder gibst du den Umständen die Schuld? Wenn du mich ein bisschen besser kennst, dann weißt du, es gibt einen Lieblingsspruch, ein Lieblingszitat von mir. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Gehört zu den Ersten. Attacke. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können. Und aktivier die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke. Und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.